Vor kurzem bestätigte Anna Hofbauer, dass sie und ihr Partner Marc Bartel ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Doch in den Tagen darauf wurde es ruhig um die ehemalige Bachelorette, bis jetzt. Nun meldet sie sich bei ihren Instagram-FollowerInnen zurück, nachdem bereits Gerüchte kursierten, dass Anna Hofbauer, 33, nach Sohn Leo, 2, ein weiteres Kind mit ihrem Ehemann Marc Bartel, 32, erwarten könnte, bestätigte sie vor wenigen Tagen, dass sie im 5. Monat schwanger ist. Kurz darauf postete sie, sehr zur Freude ihrer Instagram-FollowerInnen, das erste Babybauchfoto. Doch dann zog sich das TV-Gesicht vorerst aus den sozialen Medien zurück. Nach dieser kleinen Verschnaufpause meldet sie sich nun bei ihren Fans mit einem Update zurück. Anna Hofbauer, ich wollte mich schon viel früher bei euch melden. Es ist das erste Mal seit bekannt wurde, dass ich schwanger bin, dass ich mich hier melde, sagt sie lächelnd in ihrer Instagram-Story. Bei ihr sei so unfassbar viel los gewesen, dass sie es zeitlich nicht geschafft habe, präsent zu sein. Das Video nimmt die 33-Jährige vom Set eines Projekts auf, über das sie allerdings nichts verrät. Ihr Babybauch soll bei dem Dreh aber offensichtlich nicht im Mittelpunkt stehen. Denn der hellgraue Sweater, den sie trägt, sei ein Kostüm, das geschickt ihr Bäuchlein verstecken soll. Ich wollte mich eigentlich schon viel früher bei euch melden, sagt sie. Weiter erklärt Anna Hofbauer, dass sie die Dreharbeiten sehr eingespannt hätten. Zudem habe Söhnchen Leo Magendarm aus der Kita mitgebracht, was ihren Alltag wohl zusätzlich auf den Kopf gestellt haben dürfte. Es sei momentan alles sehr chaotisch, aber auch einfach schön. Ihr Babybauchfoto begeisterte die Fans. Am 3. März 2022 postete Anna Hofbauer ein Foto, auf dem ihre Hände schützend auf ihrem Babybauch ruhen. Ja, wir bekommen noch ein Baby und freuen uns unglaublich drauf, schrieb sie dazu. Sie merkte auch an, dass sie überrumpelt gewesen sei, von ihrer Schwangerschaft zu lesen, bevor sie diese selbst publik gemacht hatte. Daher habe sie schnell ein Fotoshooting organisiert, um die schönen Nachrichten persönlich mit ihren Fans teilen zu können.